Während in Windhoek morgens schon mächtig Betrieb ist, sieht die Situation etwa 150 Kilometer östlich ganz anders aus. Whitfley gleicht einer Geisterstadt. Wichtige Dreh- und Angelpunkte wie die Tankstelle oder das Gasthaus stehen leer. Hier herrscht die Arbeitslosigkeit und Verzweiflung. Hoffnung macht aber ein Projekt, das momentan ein paar Feldwege von der Hauptstraße entfernt hochgezogen wird. In diesem Haus bekommen Frauen eine Chance, wieder Halt im Leben zu finden. Auf einem Tisch werden Stoffe begutachtet und Schnittmuster penibel genau ausgemessen. Die Endprodukte sollen schließlich gut aussehen. Verantwortlich für das Hilfsprojekt ist die Stuttgarterin Sandra Baumeister. Die 45-Jährige engagiert sich schon lange in Afrika für hilfsbedürftige Menschen. Das Projekt in Whitfley wurde erst vergangenes Jahr gestartet. Doch wofür steht es eigentlich? Es steht für Empower Women. Wir wollen Frauen die Möglichkeit geben, eine Arbeitsstelle zu haben, indem dass sie sich selber helfen können, indem dass sie eine Wertschätzung bekommen. Sie produzieren hier Shoppertaschen aus Baumwolle oder Jeans im Moment noch. Und durch das Gehalt, das sie dann bekommen werden, sollen sie sich selber, ihre Familien ernähren können und Kinder in die Schule schicken können. Wir wollen einfach von dem, was es uns so gut geht in unserer Welt, ein Stück einfach zurückgeben. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird in Whitfley fleißig weitergenäht, damit die Taschen nicht nur Accessoire, sondern eine Lebensgrundlage für viele Frauen werden.